Das nächste Beispiel. Wir betrachten die quadratische Gleichung x² plus 2x plus 5 gleich 0. Probieren wir es mal mit der Picot-Formel. Die sagt uns x1,2 minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat, also 1 minus q. Also minus 1 plus minus die Wurzel aus minus 4. In Mathematik 1, im Bachelor, wären wir jetzt fertig. Da würden wir sagen, es gibt einfach keine reelle Lösung. Aber wir sind ja bei den Komplexzahlen. Ich mache jetzt vier Lösungsvorschläge und wir gucken uns an, welche davon die Gleichung dann auch wirklich löst. Sie sehen, irgendwie passt das so ein bisschen mit dem Ergebnis der Picot-Formel zusammen. Das klären wir auch noch, wie das richtig zusammenpasst, aber jetzt setzen wir einfach mal ein. Das ist auch ein Stück eine Rechenübung und sehen, was dabei rauskommt. Wir können uns vorab überlegen, wie wir eine komplexe Zahl quadrieren können. Wir müssen z1 bis z4 im Quadrat ausrechnen. Die Arbeit machen wir uns nicht jedes Mal, sondern einmal vorneweg. Z Quadrat. Das ist mit Hilfe der ersten binomischen Formel x² plus 2i xy plus iy zum Quadrat i² mal y², also minus y zum Quadrat. Damit können wir jetzt einsetzen für z1 die Zahl in die Gleichung, z1 eingesetzt, 1 plus 2i Quadrat plus 2 mal 1 plus 2i plus 5 ist gleich mit Hilfe unserer Formel 1 plus 2i mal 1 mal 2, minus 2 im Quadrat, plus 2 mal, na, das wollten wir ja ausmultiplizieren, also plus 2 plus 4i plus 5. Was kommt daraus? Ich markiere mal alles ohne i. Alles mit i in unterschiedlichen Farben. Dann haben wir da also stehen 1 minus 2 im Quadrat ist 4, also minus 3 plus 2 minus 1 plus 5 ist 4. Da wo i dabei steht, 4i plus 4i, also insgesamt plus 8i. Und wie Sie sehen, das ist ungleich 0, also ist z1 schon mal keine Lösung. Hier rot. z2, z3, z4 rechnen Sie jetzt selber aus. Pause. Schauen Sie mal, was Sie da rausbekommen. Und danach dürfen Sie spicken, ob Sie es richtig gerechnet haben. Geschafft. Z4
löst noch unsere Gleichung Z3 wieder nicht. Jetzt haben Sie ein bisschen geübt, mit komplexen Zahlen zu rechnen. Das war das Hauptziel dieser Aufgabe. Wir können noch festhalten, wenn wir das hier vergleichen, dass Wurzel minus 4, so sieht's aus, nichts anderes ist als 2i. Das klären wir aber später nochmal im Detail.